Nicht mein Willen, sondern dein Willen soll geschehen. Das sagt Jesus in dem Garten von Gethsemane. Und diese Worte sind enorm wichtig. Hier ist ein Beginn, ein Anfang von etwas, was grundlegend für die ganze Menschlichkeit sein wird. Aber gute Nachricht hier ist, dass auch wir in dieser Entscheidung teilhaben können, wenn wir gegründet sind in Jesus. Auch wir können unsere Entscheidungen so treffen, wenn etwas unabänderbar in unserem Leben geschehen soll. Es gibt Situationen, die wir nicht ändern können, aus unterschiedlichen Gründen. Oder wir die akzeptieren, weil wir etwas sehr Wichtiges erreichen möchten. Aber es kann auch sein, eine Krankheit, die wir nicht abändern können. Etwas in unserem Leben, was Verlust von jemandem oder eine Entscheidung, die jemand über uns getroffen hat. Wir können diese Sachen annehmen, so passiv, hoch, ich musste und ich bin ein Opfer von diesen Umständen. Ich kann das aber abändern. Ich kann entscheiden, ich möchte das aufnehmen. Das wird ein Teil von mir sein. Das wird zu einer Veränderung in mir führen und mir erlauben, etwas zu erreichen, was ich nicht erreichen würde, wenn das nicht passieren würde, so wie in Jesu Fall. Aber ich wähle nicht diesen Weg, weil es mir einfach dieser Weg gefällt. Ich wähle diese, weil ich einfach das Ja zu meinem Leben sagen möchte. Ich möchte das betonen, dass da etwas Grundlegendes in mir geschieht. Ich von meiner ganzen Autonomie, von meinem ganzen Ich, von mir selber, das, was ich nicht wollte, geschieht und wird ein Teil von mir. Und ich kann das zum Besten abändern, zum Besten verwandeln. Und in diesen Entscheidungen partizipieren wir in der Entscheidung von Jesus. Ist das nicht schön?